Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria Minilands. So, der Tag hat soeben begonnen, die Sonne ist aufgegangen. Wir haben uns hier noch extra einen Weg zurück in unser Lager erkämpft gehabt. Warum eigentlich? Waren wir so überladen? Nein. Aber es wurde Nacht, genau, und wir wollten einfach auch mal einen Weg haben, den wir dann benutzen können, um wieder in unsere wohlbehütete Heimat zurückzukehren. So, ich wollte eigentlich jetzt mal eben, bevor wir uns wieder in die Corruption wagen, einen bisschen anderen Weg einschlagen. Ach ja, genau, hier haben wir uns ja letztes Mal durchgebuddelt. Und da ist uns doch noch zu unserer Linken ein Land aufgefallen, wo wir uns eigentlich noch gar nicht hingewagt hatten bisher. Und das würde ich jetzt gerne mal nachholen. Ich weiß, wir könnten jetzt auch noch mal wieder in die Corruption gehen, aber nein, das machen wir jetzt heute erstmal nicht. Ich nehme mal hier ein bisschen Dirt wieder mit. Damit wir dann auch wieder genügend Dirt haben, falls wir das jetzt überhaupt brauchen. Das wird sich jetzt alles zeigen. So, das reicht genau. Und ich glaube, ja genau, dort drüben ist jetzt schon das Land, wo wir hinwollen. Und schaut mal, da sind sogar Grey Bricks, okay. Nicht, dass wir jetzt dort den Dungeon gefunden haben, das wäre es natürlich. Das könnten wir momentan noch nicht ganz so gut gebrauchen, muss ich ja mal ehrlich sagen. So, und ja, mit der Dreckbrücke ist das aber auch gar kein Problem. Wow, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, was da drüben gebaut wurde. Eine alte Ruine ist das praktisch und eine verschlossene goldene Truhe. Aber das ist gar kein Problem für uns, Leute, denn... Oh, das waren ja zwei. Denn wir haben ein paar goldene Schlüssel. Habe ich die jetzt dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Natürlich habe ich die nicht dabei. Oh, okay, dann lasst uns nochmal schnell nach Hause rennen. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr raus. Aber dann nehme ich mir einfach gleich mal ein paar von den Grey Bricks mit. Die können wir nämlich irgendwann bestimmt nochmal gebrauchen, wenn wir bei uns im Lager ein bisschen uns weiter ausbauen wollen. Die Grey Bricks sehen doch eigentlich immer ganz schnieke aus, muss ich sagen. Da kann man immer ganz gut was draus machen. Und der Bunker besteht ja auch schon aus diesen Grey Bricks. Auch wenn ich diesmal so ein bisschen anderen Stil fahren wollte eher. Wir haben ja sonst, habe ich oft diese Häuser benutzt, die aus Grey Bricks entstanden sind. Und dann halt mit den roten, aus Lehm hergestellten Bricks habe ich dann das Dach geformt. Ach, was würde ich jetzt dafür geben, wenn wir den Dingens hätten, den... Wie heißt das Ding nochmal? Ah, das war ja auch doof gebaut jetzt von mir. Wartet, so... was würde ich dafür geben, wenn wir jetzt den Spiegel hätten? Ey, dann könnten wir uns einfach mal eben schnell nach Hause teleportieren und schon wäre das Problem hier gelöst. Dann müssten wir den ganzen Weg nur einmal gehen. Aber so müssen wir hier doch nochmal doppelt und dreifach latschen. Nervig, einfach nur nervig. Egal, dafür haben wir danach dann hoffentlich ein neues Item. Ich bin gespannt, was da drin ist. Die Cloud in a Bottle wäre auch ziemlich nett. Damit wir ein bisschen höher springen können. Also es gibt einige Items, die ich jetzt gerne nehmen würde. Sorry. Doch, hier mussten wir hoch, genau. War auch gar nicht mal so einfach, den Weg wieder nach Hause zu finden. Jetzt vertrödeln wir wahrscheinlich den ganzen Tag mit diesem Hin- und Hergerenne hier. Das wäre auch ziemlich, ziemlich ärgerlich. So, kleinen Moment mal. Irgendwie macht meine Stimme nämlich langsam schlapp. Wie ihr ja wahrscheinlich auch gerade schon mitkriegt. Ist ein bisschen uncool, aber die Folge hier würde ich ganz gerne noch zu Ende machen jetzt. Dann mache ich danach erstmal einen kleinen Stopp in der Aufnahmesession. So. Schlüssel waren, glaube ich, hier hinten noch irgendwo drin. Genau, hier. Ich nehme einfach beide mit, Leute. Was man hat, hat man. Und ich mache hier nochmal schnell einen Quickstack hin. Am besten mache ich mal überall schnell einen Quickstack. So, damit wir gegebenenfalls doppelten Plunder loswerden können. Quickstack, zack. So, das sieht gut aus. Eine goldene Truhe haben wir hier noch. Das ist schon mal gut, die packe ich einfach schon mal hier hin. Die füllen wir dann demnächst, Leute. Nicht lange aufhalten jetzt, bevor die Nacht wieder über uns hereinbricht. Denn in der Nacht können wir uns lieber um so eine Angelegenheiten kümmern, obwohl wir eigentlich auch nicht so schwach sind, dass wir uns verstecken müssten. Ihr habt es ja gesehen, wir haben uns sogar schon in der Corruption eigentlich ganz gut geschlagen. Und wir könnten uns eigentlich auch mal überlegen, ob wir nicht schon bald mal irgendwie
in der Corruption so ein bisschen nach diesen Sphären suchen. Haha. Nach diesen Sphären Ausschau halten. Scheiße, das ist jetzt dämlich, was ich mache, oder? Kommen wir hier so auch nach da unten, ohne zu sterben? Ja, okay, das passt gerade nochmal so. Jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen Panik, dass ich irgendwie Schwachsinn gemacht habe. So. Die Aufnahmesession können wir notfalls auch... Wow. Können wir notfalls auch außerhalb unseres Hauses beenden. Dann teleportieren wir uns halt automatisch zurück. Aber wir sind ja schon da. Das Kupfer hier vorne... war ja klar, dass das passiert. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, komm, geh kacken, ey. Nee, nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Also wie doof kann sich ein einzelner Mensch eigentlich anstellen? So, keine Sorge, die Truhe dort unten holen wir uns natürlich gleich noch. Ich will nur erstmal schnell das Kupfer hier einsammeln, damit ich nicht immer hin und her rennen muss. So, dann nehmen wir die Cobwebs auch nochmal schnell mit. Und dann werden wir das Geheimnis lüften. Was ist in dieser Truhe? Mooncharm, Equipable Turns, Beholder into a Werewolf und Vollmoon. Okay, damit können wir also ein Werwolf werden, wenn Vollmond ist. Ich glaube, dieses Item habe ich euch noch gar nicht gezeigt gehabt in einem der bisherigen Let's Plays, oder? Ich glaube nicht. So, da unten befindet sich auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Das würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Die Grey Bricks müssen wir jetzt nicht alle abbauen, denke ich. Da lassen wir die Ruine halt hier stehen. Sieht doch auch ganz schick aus. Hat sich der Bauer auf jeden Fall Mühe gegeben, hier die Landschaft ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Und auch schön zu gestalten. Hier ist noch ein Grey Brick, warum auch immer. Und hier die Eisenreserven. Die wandern natürlich auch ganz schnell mal in unsere Tasche. Könnten wir uns eigentlich bald kompletten einen kompletten Eisor herstellen. Ne, einen kompletten Eisenarmor könnten wir uns da eigentlich echt mal gönnen. Da haben wir immerhin schon mal ein bisschen Schutz. So, komm her. Bevor wir wieder nicht genügend Gel haben für Fackeln. Kann ja mal manchmal schneller gehen, als man denkt. Oh, da oben sind ja auch noch ordentlich Cobwebs. So. Zack. Na komm, dann hau das Ding da weg. So. So, geht doch. Da links sind nämlich noch Diamanten, wie ich gerade sehe. Boah, ist auch noch eine Menge Eisen. Diamanten nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja, was wir uns auf jeden Fall mal herstellen könnten aus den Silberblöcken, die wir bisher uns so zusammengegeiert haben, wäre eine Spitzhacke. So, das ist jetzt schon wieder irgend so ein Scheiß, den ich nicht abbauen kann. Ich blicke das noch nicht so ganz, warum das hier ist. Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass diese Ebbensand-Dinger wahrscheinlich dafür da sind, dass sich diese LSD-Wüste später ausbreiten kann, wenn wir in den Hard-Mode überwechseln. Falls wir in den Hard-Mode überwechseln. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau. Ich will die Wall of Flesh auf jeden Fall besiegen und mal schauen, wie weit wir dann noch machen, weil die Hard-Mode-Bosse zu besiegen ist doch immer ein ganz schönes Stück Arbeit. So, hier baue ich mich mal eben schnell einfach mit Dreck hoch. Und da oben ist noch mehr Eisen. Wow, also hier ist ja mal eine Menge Eisen zu holen. Aber keine Sorge, da werde ich mich garantiert nicht beschweren drüber. Das nehmen wir doch liebend gern mit. Ja. So. Denn Eisen geht immer, obwohl später brauchen wir Eisen eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Können wir dann alles verticken halt irgendwann mal. Aber bis dahin ist es noch eine ganz lange Zeit. Da können wir uns lieber erstmal unseren... Wie habe ich es vorhin genannt? Eisor herstellen. Den Eisenarmor. So, da unten ist auf jeden Fall auch eine Höhle. Die übersehe ich nicht. Da könnte vielleicht noch eine weitere Truhe drin sein. Ich bin gespannt, ob die jetzt alle hier in der näheren Umgebung so verschlossen sind, wie die, die wir gerade gefunden hatten. Man darf gespannt sein. Nee. Das scheint nur ein Herzcontainer, nur in Anführungsstrichen. Freue ich mich natürlich auch drüber. So, lasst uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ach, scheiße, stimmt, wir hatten ja keine... wir hatten ja keine Dingens mehr. Ja, und mit Dingens meine ich natürlich Fackeln. Sollte ich mal wieder herstellen ein paar. So, komm mal her. Wenn wir schon mal gerade dabei sind, wenn wir schon mal davon reden, 12 Fackeln
Ja, besser als gar nichts. Packen wir einfach mal hier oben hin. So, und dann nehmen wir uns den Herzcontainer hier natürlich mit. Den Lebenskristall vernaschen wir sofort. Und schon haben wir 180 Lebenspunkte maximal. So, nebenbei hat sich auch noch hier eine kleine Silberader zum Vorschein gebracht. Und hier gehen wir jetzt erstmal wieder hoch. Oh, da unten geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Aber lasst uns erstmal schauen, was da oben noch so abgeht. Alles Stück für Stück erkunden hier. Nichts dem Zufall überlassen, Leute. Das wäre fatal. So. Na, Moment, wenn ich die beiden wegkloppe, dann komme ich hier schon raus. Sehr schön. Freiheit für Tibet. Da oben geht es noch weiter. Ich weiß jetzt nicht. Grabe ich mich hier hoch? Ja, komm. Einfach schnell hochgraben, warum nicht? Oh, Mann. Das mit dem Springen ist immer nervig, wenn man dabei abbauen will. Wenn man da denn mal einen anderen Stein trifft, dann war alles für die Katz. So. Und, na komm, einmal noch. Zack, sehr schön. So, und dann können wir hier jetzt im Stehen weiterarbeiten. Ist doch um einiges angenehmer, als andauernd so hochspringen zu müssen. Und schon wieder eine Eisenader. Also hier mit Eisen hat es jetzt echt ganz gut gemeint. Das muss man ja schon sagen. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gefunden an Eisen. Alleine hier in diesem Gebiet, wo wir gerade am Herumeiern sind. So, was ist hier los? Na, ein kleiner Heiltrank. Hier ist noch eine Häschenstatue. Ach, wie schön. Die kann man immer gut gebrauchen, wenn man eine Maschine mal errichten möchte. Oder ähnliches. Und dann haben wir hier noch ein paar Slimies. Die werden natürlich auch sofort abgeschlachtet. Wir wollen euer Gel. Wir sind die Slime Busters. So oder so ähnlich. Okay. Ansonsten, da vorne sehe ich noch ein bisschen Kupfer. Die Statue hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß gar nicht, ob... Oh, eine Fackel. Wow. Hätten wir vorhin gebrauchen können. Jetzt habe ich mir welche hergestellt. Mann, 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 doch. Bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte, lieber Map-Erbauer. So, hier scheint jetzt die kleine Insel dann auch schon wieder zu Ende zu sein. Aber natürlich nehmen wir hier noch unser Kupfer mit. So. Und schon haben wir hier mal wieder eine kleine Falle erschaffen. Falls irgendjemand zu neugierig ist, wird er dort runterstürzen. Nein, das Geld. Okay, wir bauen uns jetzt einfach mal hier links rüber. Wir wissen ja nämlich auch noch nicht, ob es hier noch irgendetwas Neues zu entdecken gibt. Kann ich eigentlich einfach gehen? Ich habe Angst, wenn ich einfach gehe, dass sowas passiert. Boah, okay. Also lieber langsam und dafür sicher fortbewegen. Die guten alten Dreckbrücken helfen einem, Inseln zu finden seit 1987. So. Ja, wir haben noch gar keinen Helm. Fällt mir gerade mal so auf, wo ich unseren Charakter mal so ein bisschen genauer anschaue. Müssen wir uns auch nochmal irgendwann einen zulegen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, schon 2 Gold. Sollte ich vielleicht auch mal lieber in eine Dingens legen. In eine Truhe, weil wenn wir sterben, verlieren wir wieder Geld. Das ist immer ein bisschen scheiße. Ne, ich dachte gerade, jetzt sind wir schon am Map-Ende. Das wäre es ja natürlich gewesen. Wow. Okay, hier ändert sich auf jeden Fall das Bild. Das heißt, hier ist irgendwo ein Ozean wieder in der Nähe. Oder wir sind wieder so weit unter dem Ozean. Kann auch sein. Kann auch nicht sein, dass jetzt hier wieder nichts ist, oder? Also wenn jetzt hier nichts mehr kommt, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle auch und dann sehen wir uns in der Dingens wieder. In unserer Butze, oben. Ja, es sieht schlecht aus. Okay, noch ist das Ende nicht erreicht, aber ich glaube nicht, dass jetzt hier noch irgendwie eine Insel aufploppen wird. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Also, wenn jetzt irgendeine Insel kommen möchte, ist sie noch herzlich eingeladen. Unser Dreck ist leer, zumindest der erste Stack. Aber wir haben ja noch 2 oder sogar 3, ich weiß es gerade gar nicht genau, im Inventar. Also können wir noch munter weiterbauen hier. Ah, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich habe die Zuversicht verloren, Leute. Ich glaube... Das bringt nichts mehr hier. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine unglaubliche Anspannung ist, wenn man hier so eine Brücke baut. Das sieht irgendwie so scheiße wahrscheinlich aus.
Aber man hat so Angst, dass man irgendwie einen Schritt zu viel macht und dann darunter crasht. Vor allem, wenn wir jetzt hier unsere Items dadurch auch verlieren würden. Die würden ja alle da unten liegen bleiben. Alles, was wir so bisher gefunden haben. Und ich glaube, wenn man sich dann ausloggt und wieder einloggt, sind die auch komplett weg. Und ich denke mal, dass es die meisten Items... Ja, hier ist... Nee, doch noch nicht. Ich dachte, jetzt ist Map-Ende. Ich denke mal, dass es die meisten Items nicht doppelt geben wird. So viel Arbeit sich zu machen, würde mich dann doch wundern. Vor allem wofür auch, doppelt und dreifach. Eigentlich braucht man es ja nicht. Aber so ein Medicore-Charakter, der sieht ziemlich alt aus, wenn er auf einmal dann da runterfallen würde. Später kann man hier natürlich auch noch viel besser... Ne, jetzt ist aber Map-Ende, Leute. Ihr seht, jetzt bewegt sich der Charakter nur noch mit. Und wir... Würde ich mal sagen, wir beenden an dieser Stelle dann die Folge für heute. Wir können auch eben uns mit diesen blöden Slimies hier anlegen, so. Und ja, an dieser Stelle mache ich dann einen Cut für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mich erstmal, ja, ein bisschen zurücklehnen und meiner Stimme eine kleine Pause gönnen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Terraria oben in unserem Bunker. Bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag. Ciao!